So, heute Morgen wollen wir mal gemeinsam die Necomba Beach von der touristischen Seite her uns anschauen. Zur Rechten, wo wir gestern waren, ist eigentlich ein natürlicher Strand, wo die Fischer sind. Auf jeden Fall eine interessante Ecke. Jetzt gehen wir zur linken Seite, das ist also in Himmelsrichtung gesehen. Der südliche Teil, die Gombe Beach, der ist mittelmäßig gut zu begehen. Die Küste ist ein bisschen steiler als woanders. Und ja, da kann man etwa eine Stunde laufen. Das ist okay. Und dann muss ich mich weiter umschauen. Da gibt es ein paar Hindernisse. Sogar habe ich Schuhe mitgenommen. Okay. Ja, hier keine 300 Meter vom Hotel entfernt die ersten Fischer. Die fahren also nachts raus und kommen früh morgens hier rein. Und ein Stückchen weiter sehen wir gleich sogar noch einen lokalen Fischmarkt. Heute ist nicht ganz so viel los, weil gestern ein stürmischer Tag war. Hallo. Ja. Ja, jetzt kommen wir den Fischern etwas näher. Das macht den besonderen Reiz der Necomba Beach aus, abgesehen davon, dass es so nah am Flughafen liegt. Hier gibt es eben auch noch Local Life, was man zum Beispiel an der Mentota Beach überhaupt nicht mehr findet. Das wird da unten komplett dominiert von 4- und 5-Sterne-Hotels. Und hier gibt es eine gesunde Mischung aus Tourismus und einheimischen Fischern. Das ist doch wirklich okay. So hat man auch eine interessante Abwechslung, wenn man vor allen Dingen früh unterwegs ist. Ja, das ist wirklich sehr angenehm. Auch hier sieht man wieder kaum Touristen, oder eigentlich außer mir gar keiner, um diese Zeit unterwegs. Das heißt, die meisten Touristen frühstücken sehr, sehr spät und kriegen das natürlich alles nicht mit, was hier abläuft. Ja, thank you. Okay. Wie hier sehen wir jetzt natürlich, dass es leider auch andersrum geht. Hier gibt es einen kleinen Abschnitt, wo die Strände getrennt sind. Und hier liegt natürlich jede Menge Müll rum. Muss man aufpassen, dass man, wenn man barfuß läuft, nicht irgendwo in Scherben reintritt. Das ist natürlich leider die negative Seite. Hier fühlt sich effektiv keiner für zuständig. Das sieht dann weniger appetitlich aus. Das ist knapp ein 100 Meter Abschnitt. Dann kommt wieder eine halbwegs saubere Beach. Einige kleinere Fischeraktivitäten. So, ich denke mal, dieser Strandabschnitt in Richtung Süden ist vielleicht 700 Meter lang. Wird dann noch mal kurz unterbrochen, aber man kann hier auch sehr schön sehen, dass es relativ steil ist und teilweise ein bisschen beschwerlich zu laufen. Also nicht zu vergleichen mit dem Mentota Beach, wo alles total flach ist und easy zu laufen ist. Aber dafür auch der Vorteil, dass es am Strand nicht nur Touristen zu sehen gibt. So, diese Boote, die hier liegen, die fangen keine Fische mehr, sondern Touristen und versuchen Touristen zu motivieren, eine halbe Stunde oder eine Stunde mit ihnen aufs Wasser zu gehen. Aus meiner Sicht, ja, muss man nicht unbedingt tun. Hier, das sind Katamarane, wo die Segel runtergenommen sind. Gestern gab es hier einen heftigen Sturm. Deshalb haben die wahrscheinlich die Segel runtergenommen. Ansonsten lassen die Segel hier am Strand
offen stehen, um Touristen zu motivieren, sich damit zu beschäftigen. Ja, dieser Strandabschnitt ist ziemlich sauber. Das liegt also daran, weil hier sich ein mittelgroßes Hotel ans andere reiht und die kümmern sich einfach um die Strände. How much is that? Legimioli. Ja, die Kosten für so einen Katamaran-Trip sind überschaubar. Eine Stunde ca. 2000 Rupies. Das sind vielleicht 15 Euro. Wenn man das mit zwei, drei Leuten noch teilt, dann wird das durchaus preiswert. In Südwest die Katamarane hier, die an der Touristenbeach in Bombay liegen, sind auf jeden Fall schön anzusehen. Ja. Ja, hier kann man sehr schön sehen, dass die Küste zum Strand relativ steil abfällt. Das liegt offensichtlich daran, weil wir ja häufiger irgendwelchen Stürmen ausgesetzt sind. Das macht das Laufen nicht ganz so angenehm, wie wir das, was wir an der Ventota Beach erlebt haben. Aber dafür findet hier natürlich auch ein bisschen Leben am Strand statt. Eine schöne, gesunde Mischung aus Touristen und Einheimischen. Also wie ich finde, kann sich diese Beach hier durchaus sehen lassen. Und generell kann ich jedem empfehlen, hier hinzufahren. Immer mit der besonderen Information, wer beispielsweise die Ostküste rund um Trikon, Mali in Sri Lanka sehen will, der muss sich natürlich auch eine 6 bis 8 Stunden Autofahrt einmal quer durch die Insel einstellen, während man hier mit dem Taxi oder mit dem Tuk-Tuk in maximal einer halben Stunde vom Flughafen ist. Das ist natürlich ein enormer Vorteil. Ja, nach diesem Abschnitt, der gefühlte 800 Meter ist, kommt ein kurzer Übergang zum nächsten Strand. Hier ist nicht immer alles sauber. Heute scheint irgendeiner sich dafür zuständig gefühlt zu haben. Ja, gleichzeitig ist dieser Platz hier in dieser Gegend Treffpunkt der Einheimischen am Abend und ganz besonders am Wochenende. Da herrscht ja schon fast so eine Art Rummelplatzatmosphäre, aber sehr angenehm. Vor, das ist schon sehr schön. Wie man sieht, gibt es zwischendurch immer wieder ganz kleine Fischergruppen mit ganz winzigen Bötchen rausfahren. Aber auch das macht den Reiz dieser Beach aus, dass es eben nicht nur eine Touristenbeach ist. So, nach einer gefühlten Stunde des Laufens bin ich jetzt an meinen ersten 6 oder 7 Hindernissen angekommen. Ich will auf jeden Fall noch da hinten diese Beach sehen, da sieht aus, als wenn da irgendwelche Edelhotels wären. Und da gibt es einige Steinhindernisse, das ist eine Art Wellenbrecher. Da muss ich entweder dran vorbei, wir haben zum Glück jetzt im Augenblick Ebbe, oder später im schlimmsten Fall drüber klettern. Aber ich will da natürlich unbedingt noch hin. Say hello. Hello. Say hello. Ja, hier sind wir jetzt an einem Strandabschnitt, wo wieder ein paar Fischer sind.